Ach, alles gut, dafür brauchst du dich gar nicht rechtfertigen. Ne? Ist ja völlig in Ordnung. Hier kann man ja, also ich finde jetzt nicht schlimm, wenn man mal etwas nicht weiß oder vergessen hat oder sowas. Ne? Also sowas finde ich immer in Ordnung. Kann man immer ganz gut drüber reden. Und ich glaube mir, ich vergesse so furchtbar viel. Da ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann, wie viele Jahre zwischen. Warte, kommt hier überhaupt hin? 15. Juni kam Jen raus, glaube ich. Gute Frage. Ja, das weiß ich nicht. Oh, ich weiß nicht, wann Jen rauskam. Ich kenne mich. Ich glaube, da mein letzter Teil war halt Free Ultimate. Gut, ich habe, glaube ich, ein paar Stündchen vor Ultimate gespielt, aber nicht so lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ich her ist, wann ich mit Free Ultimate aufgehört habe und dann Generations wieder anfing. Hat nämlich auch ein paar Jährchen gedauert. Ich glaube 2, 3 Jahre. Jawohl, bin drauf. Das habe ich auch, ein furchtbares Kurzzeitgedächtnis. Das habe ich leider auch. Ich bin einfach super vergesslich. Aber hey, ist ja nicht schlimm. Ich mag es, wenn andere vergesslich sind, weil dann bin ich nicht alleine. Bin ich gerne alleine vergesslich. Aber ich vergesse immer, dass ich alleine vergesslich bin. Dass ich eben nicht alleine. Egal, man versteht mich. Glaube ich. Easy. Oh boy, das war eine Spitze. Oh nein, nein. Oh, ich hab schleimig Schleim. Okay, erstmal ein paar. Oh. Ich merke schon, Plano hat Langeweile hier, ne? Er sollte nicht den Chat lesen. Na, ist ja kein Thema. Aber ich glaube, vor Ultimate würde ich nicht behaupten, dass ich es wirklich gespielt habe. Ich habe halt 5 Stunden gespielt, aber ich wollte halt unbedingt alle Achievements in Free Ultimate haben und deswegen habe ich halt einfach kaum Zeit in vor Ultimate investiert. Ey, aber, ne, eine 3DS hat aber ganz schön Monster Hunter Boom, ne, mit Free Ultimate, vor Ultimate, Generation und dann noch die Monster Hunter Spin-Off. Monster Hunter Stories. Richtig, richtig viel. Ja, da hätte ich gar nicht in einer Lebensspanne schaffen können, ey. Ah, falsch. Und da humpelt er. Also vor Ultimate hätte ich auch schon gerne viel länger gespielt. Oh boy. Na cool. Dann kann ich in Ruhe schärfen. Na, weiß mich nicht. Ey, was ist los mit dir? Komm mal wieder zurück. Bin ich schon mal ready für das nächste?
nie eine Gruppe gefunden. Echt, war das damals so schwierig, eine Gruppe zu finden in Generations? Oder wollte einfach keiner die Quests machen? Ich muss sagen, ich queste super, super ungerne solo in Monster Hunter. Klar, wenn es nicht anders geht, mache ich es, aber so als Gruppe macht so viel mehr Spaß. Zack. Ah, als ob ich daneben treffe. Oh, wieso bin ich so schlecht? Oh boy. Akantor? Ich überlege gerade, kenne ich das Vieh schon? Und das ist doch der Endboss, ne? Nee, gar nicht wahr. Fällt mir jetzt gerade Akanto, das sagt mir auf jeden Fall was. Oder das ist dieser, war das ist dieser Drache, das war. Nee. Oh, jetzt muss ich nachgucken. Ach, der große Magma-Dude. Der ist doch vollkommen in Ordnung. Echt? Für den gab es damals so Probleme. War der so, ist er so schlimm? Ich fand den. Ich finde den eigentlich ganz in Ordnung. Genauso wie Ukantor. Ja. Jetzt weiß ich auch, dass es der Feuer-Dude ist von. Okay, Waffe schärfen. Schade. Das hätte jetzt nicht gewonnen. Ach, da will jemand fangen. Okay, ja gut. So, das fand ich damals mega schwierig, Leute. Achso, das war ich. Das Ding war mit dem Aerial Bowgun Set. Konntest du nicht in einer Gruppe spielen, weil die anderen immer gestaggert wurden. Okay, ja, gut. Das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das ist, glaube ich. Achso, freust du dich auf den?